Ja, Leute, hallo und willkommen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe ein weiteres Unboxing für euch geplant. Und es ist nicht nur ein Unboxing, es ist ein ja, Kindheitstraum sozusagen. Denn in diesem Paket befindet sich etwas, was ich schon sehr, sehr lange suche, womit ich viele Kindheitserinnerungen verbinde. Und ja, eigentlich ein Sammlerstück ist, was es so in Europa eigentlich gar nicht mehr gibt. Und damals auch nicht vertrieben wurde. Ich glaube nur in England und Frankreich. Und ja, ich nehme euch jetzt mit auf die Reise des Unboxings und ja, wir gucken mal, was dort drin ist, was sich in diesem Paket verbirgt. Die, 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 die. Aufstehen hier. Unboxing Time. Gut verpackt. Gefällt mir immer gut, wenn die Figuren gut verpackt sind. So, holen wir das mal raus. So. Und dann wollen wir mal gucken, was sich in diesem Zeitungshaufen verbirgt. Weg mit der Zeitung. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Wir drehen das ganze gute Stück mal um, ganz schön schwer. Wer kennt diesen Jet, diesen Flugzeug, diesen Space Raumschiff sozusagen? Die Kenner unter euch werden ihn sicher erkennen. Es ist Ramrod aus der Serie Saber Rider und die Star Sheriffs. Die Zeitung packen wir mal weg. Hier unten haben wir die Landeeinrichtung hier vielmehr, die Fahrwerke, die wir auspacken können. So. Und dann können wir ihn mal hinstellen. So. Leute, wie geil ist das denn? Und ich hätte nicht erwartet, dass er so schwer ist. Wahnsinn. Ein fantastisches Stück. Ein super Zustand. Und was ganz wichtig ist, dieses ist zwar kaputt, dieser Kettenriemen sozusagen, aber diese Figur, wenn man sie kauft, sind meistens immer diese Kettenglieder hier verschwunden an diesen Rädern hier sozusagen. Diese Panzerketten. Auf der anderen Seite fehlen sie. Aber wie gesagt, da ist nur ein Kettenriemen hier vorhanden. Aber den kann man sich auch selbst bauen. Das zeige ich vielleicht nachher in einem späteren Video nochmal. Aber der Zustand an sich ist sehr, sehr gut. Natürlich folgt eine Review dazu. Ich weiß noch nicht wann. Hier können wir übrigens sehen, sein Kopf. Und ganz wichtig, die Antenne ist dran. Jemand hat mal versucht, hier ein bisschen ja, Custom-Made dran zu machen. Ist nicht weiter schlimm, lässt sich ganz leicht beheben mit ein bisschen Haarspray. Und ja, ansonsten ist der wirklich doch ziemlich guten Zustand. Ich werde ihn mal transformieren und dann zeige ich euch das Endergebnis näher im Roboter-Modus. Bis gleich. Ja, Leute, hier hätten wir also Ramrod in seiner Roboterform. In Japan, ich sag ja Bismarck. Und ja, wir können schon sehen, diese ganzen Sachen hier, die waren nicht im Original, diese ganzen silbernen, ja, bepinselten Sachen auch hier an den Seiten, das muss ja alles wieder verschwinden, restauriert werden. Und ja, aber weckt natürlich sehr, sehr große Kindheitserinnerungen und ich bin froh, dass ich ihn habe. Und er ist auch ziemlich schwer, also er wird so 500, 600 Gramm hat er schon, bringt er schon auf die Waage. Und ja. Wenn er soweit ist, wenn alles restauriert ist, folgt natürlich die Review. Vielleicht schiebe ich noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder rein. Aber ansonsten ist er, wie gesagt, im guten Zustand. Die Waffe muss, wie gesagt, irgendwo sein. Die hat er bestimmt noch irgendwo separat verpackt, weil der Colt ist mit dabei. Und ja, das war's erstmal von mir, vom Unboxing von Saber Rider and the Starship Ramrod, aka Bismarck. Und ja, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.